Oh, ist das dunkel, ey. Willkommen, willkommen, willkommen. Zack. Ja, ich penne hier erstmal eine Runde. Und am nächsten Morgen gehen wir dann los zu den Händlern. Ich habe ja jetzt die Redekunst Stillelei gelernt, dass wir jetzt bei allen Händlern alles verkaufen können. Ganz nützlich, wie ich finde, weil wir haben ja wirklich so viel Robengelumbe im Inventar. Das müssen wir doch auch alles irgendwann mal irgendwo loswerden. Oh, ist heute ein schöner Tag, hör mal. Das ist ja richtig schönes Wetter hier. Ein wunderschönes Wetter, Lee. Bürger? Bürger, also hör mal. Ich bin kein Bürger dieser Stadt. Ich bin der Drachenblut. Bisschen mehr Respekt, wenn du mit mir redest. Wo muss ich denn hin? Sagt mir, wo ich stehe. Und welchen Weg ich zu haben gehe. Oh, diese schwere Rüstung immer. Da ist immer die Ausdauer so schnell runter, Mensch. Ich bin halt nun mal ein richtig fetter Krieger. Deshalb will ich die richtig fetten Rüstungen. Das Befiedern gefällt mir. Es ist schwierig und manchmal eintönig, aber ein guter Pfeil trifft, als hätte ihn ein wütender Gott verschossen. Anscheinend haben die... Werft einen Blick drauf. So, der Peter legt los hier. Passt mal auf. Was verkaufen wir dir denn? Kannst du haben? Die Seelensteine behalte ich. Das darfst du auch haben. Bitteschön. Schwächere beschworene Detra werden zurück ins Reich der Vergessenen verbannt. Ne, brauche ich nicht. Ich will ja die Herzen. Diese ganzen Rollen hier, die brauche ich nicht. Oh, nicht mehr genug Kohle. Was, mein Freund? Mal gucken, ob wir noch irgendwas finden, was ein bisschen wertloser ist. Ich brauche noch irgendwas ganz Mieses hier. Das zum Beispiel. Bitteschön. Ihr könnt schön, jetzt werden wir endlich unser Zeug los. Ich mag vielleicht wie ein wilder Schwertkämpfer aussehen, ziehe jedoch die geistigen Fäden. Ja, halt die Klappe und geht dein Laden! Ist der immer noch nicht in seinem Laden, was soll denn das? Ah! Ich will doch allen das Gold aus den Taschen ziehen. Hallo und... Pfeil und Bogen für den mächtigen Jäger. So, jetzt pass mal auf, was ich dir jetzt erstmal reindrück hier, ja? Das ist eine Rubinhalskette. So, und jetzt hast du auch schon wieder verspielt. Habe ich nicht irgendwas, was nicht so wertvoll ist? Ich will hier mal eins loswerden von, zack. Jetzt machen wir nämlich endlich auch ganz schön Kohle, weil gerade bei den Schmieden, da konnten wir das Geld ja immer gar nicht ganz aus den Taschen ziehen. Weil die halt nur Waffen und Rüstungen wollen und davon habe ich ja immer nicht so viel dabei. Oh, hier auch die ganzen Händler. Oh, wir werden so stinkreich mit der Fähigkeit, das glaubt ihr gar nicht. Werft einen Blick darauf. Na gut, die haben alle nicht so viel Geld. Da habt ihr eine Spruchrolle. Brauche ich noch irgendwas im Wert von 40, knapp. Na komm, kriegst du den noch? Danke, danke. Wir leben in unruhigen Zeiten. Nächster Händler? Hier ist alles, was ich in der Auslage habe. Das ist ja spannend. Oh, die hat ja fast gar nichts. Wo sind denn die Silberringe? Hier hast du einen. Ich noch irgendwas ganz Billiges, was kein Mensch will. Hier hast du noch einen kleinen Seelenstein. Einen winzigen, um genau zu sein. Kommt wieder, wenn ihr wisst, wie ihr euer Geld ausgeben wollt. Ihr habt nicht zufällig ein... Seht es euch an? So, du hast auch nicht viel. Ich gehe jetzt hier direkt mal auf Sonstiges. Oder nee, bei Bekleidungen. Ich habe ja noch diese ganzen Ringe. Das kannst du auch meinetwegen haben. Viel Glück. Nicht gerade die perfekte Zeit, um in Himmelsrand unterwegs zu sein. Och, naja. Gibt bessere Zeiten, aber es läuft. So, jetzt gucken wir noch, was wir hier verschachern können. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, ihr wart bei Rockwiers Hinrichtung. Fragen habt.
Ach, du arbeitest hier in dem Laden, ja dann. Ich will aber eigentlich handeln. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? So ist es, so ist es. So. Rolle des Chaos. Hier haben wir noch Haufen weiße Zauberrollen. Was ist denn hier mit sowas? Wir können doch so eins hier noch verschachern. Da kommt die Kohle langsam wieder rein. Das ist schön. Das heißt, du etwas? Oh, ja, ich brauch den Ausgang! Ich bin überhaupt nicht durchgedreht oder so. Keine Angst. Euren überflüssigen Krempel könnt ihr im Kram mit Charme verkaufen. Kram mit Charme. Oh, das ist aber auch ein schöner Name. Ich würde denken, in der Einsamkeit sind wir jetzt soweit erstmal fertig. Wir haben ja hier viele hübsche neue Aufgaben gekriegt, die wir so nach und nach bestreiten können. Wir haben immer so viel zu tun. Jetzt würde ich ganz gerne erstmal zurück nach Weißlauf. Da nochmal die Händler abklappern, dass wir wirklich endlich das Inventar mal ein bisschen aufräumen und entrümpeln. Das ganze Zeug muss ich doch endlich mal loswerden. Oh, wieso komme ich mal an, wenn es dunkel ist? Ah, machen wir mal 14. Ich will doch nicht immer bei Dunkelheit hier herumstromern, ey. Ich glaube ja, wo es hackt. So, sehr schön. Also, es wäre auch schön, wenn du den Laden jetzt mal aufmachst. Na, ich habe doch einen Schlüssel, ich Depp. Da stehe ich hier davor und warte, dass der seinen Laden aufmacht. Warte ich halt noch eine Stunde, bis der hier hinter seinem Tresen lümmelt. Ah, da. Hallo. Wir haben klar. Werft einen Blick darauf. So, ich würde gerne auch ein bisschen was kaufen. Boah, 33 Eisen hat er hier. Das ist doch was. Ich habe aber auch ein bisschen was zu verkaufen hier. Zum Beispiel diese Magierroben. Was habe ich denn sonst noch? Hier, nimm jetzt aber das Zeug mit hier. Käserad. Sind alles Seelensteine. Hier haben wir noch ein paar Spruchrollen. Saphire, den Rubin behalte ich mal, weil wir damit ja auch schön Schmuck herstellen können. Mit Smaragden eigentlich auch. Oh, hier wäre noch Zeug. Das kann weg. Das sowieso. Habe ich den ausgenommen wie ein Fisch, du? Das glaube ich ja wohl nicht. Aber das ist natürlich auch gut. Jetzt wird hier erstmal Eisendolchproduktion ein wenig angeheizt. Dab, 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 dab. Ich habe zwar nicht so viele Lederstreifen, trotzdem lege ich los wie sonst was. Weil für unser nächstes Rüstungsset brauchen wir ja nach wie vor 80 Schmiedepunkte. Aber die Zeit können wir uns ruhig nehmen. Wir müssen ja eh noch ein bisschen bei Fähigkeiten was dazu gewinnen. Seid gegrüßt, Stammes. Damit wir wieder einen Skillpunkt bekommen. Seht euch nur gründlich um. Das mache ich, das mache ich. Hallo. Ihr seht etwas blatt. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Ja, warum nicht? Ich will vor allem erstmal bei den Zaubertränken reingucken. Ja, wo ist es denn? Ich brauche Heilung. Hier, Heilung. Ich habe es genau gesehen. Was hast denn du für Zutaten? Blasenpilze. Blaue Bergblume. Was brauche ich noch? Weizen bräuchte ich noch, ne? Gut, und ich habe bestimmt auch ein bisschen was zu verkaufen, denke ich. Ja, hier Eisendolche zum Beispiel, die kannst du haben. Bienenscharnier, was haben wir hier alles? Spitzhacke, Stab der Erzürnung. Ja, sonst kann ich jetzt hier gerade nichts groß loswerden. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Ist das so? Ja, können wir beenden. Ich habe genug hergestellt. Bei mir findet ihr... Ja, ist ja gut. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit dir sprechen. Ich bin auf der Mega-Handelstour meines Lebens, ja? Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die benötigte Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Du hast ja nicht gerade viel, hä? Was habe ich denn so an Sachen, die ich verkaufen könnte? Bücher habe ich ja noch. Naja, danke jedenfalls fürs Gold. Vergiss nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen.
Naja, ich esse, was ich will. Schwuppdiwuppdiwuppdiwupp. Wuppdiwuppdiwupp. Schwuppdiwuppdiwupp. Oh. Da habe ich wieder mit der Ausdauer übertrieben, ja. Und der Knilch ist mal wieder nicht da. Warum auch? So. Guten Tag. Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden. Preist die Götter. So, was habt ihr denn jetzt noch zu bieten? Eisen habt ihr noch und Lederstreifen sowieso. Oder würde ich sagen, ich schmied jetzt erstmal ganz in Ruhe. Und dann gucken wir mal, wie wir das mit dem Verkaufen machen. Hab dann sogar noch ein bisschen Eisen übrig, sehe ich gerade. Ist ja aber nicht so schlimm. Preist die Götter. Ja, ja, preist die Götter. Was weiß ich. Da habt ihr Dolche. Preist den Gott der Dolche. Haufen Seelensteine hier, Mensch. Habe ich denn sonst noch irgendwas, was ich dem verkaufen kann? Ich müsste noch Zauberbücher hier haben, genau. Ah, hier habe ich noch Käsezeug. Gut, das war's. War's das? Das war's. Und jetzt ist das Inventar auch ganz schön aufgeräumt. Das ist doch was Schönes. Jetzt schauen wir mal schnell daheim vorbei. Da müsste ja jetzt eigentlich auch mein zweiter Sohn inzwischen mal angekommen sein. Hallo, Alessandro. Es ist so kalt hier. Wenn ich zu lange draußen spiele, verwandle ich mich in einen Eisklumpen. Na gut. Bis bald, Papa. Wo ist denn dein Bruder? Ist der drinne? Oder wie, oder was? Oder ist das Kind noch gar nicht da? Was sagt meine Frau dazu? Hallo? Da, hallo, Schatz. Ach, da ist das ja. Ich wette, ihr habt einige Abenteuer erlebt. Hat der Laden Geld abgeworfen? Wir haben einen hübschen kleinen Gewinn gemacht. Hier, das ist euer Anteil, mein Herzblatt. Ach, schön. Wie geht's den Kindern? Sehr gut, Schatz. Die frische Luft tut uns allen gut und dieses Haus, es ist einfach perfekt. Na gut. Ein richtiges Zuhause? Eine richtige Familie? Ich kann es gar nicht glauben. Ach, Blaze, was geht? Als ich je erhofft habe. Danke, danke, vielen Dank. Dies hier ist eins meiner Lieblingslieder. Überhaupt kein Problem. Eine Legende, die wir alle kennen und lieben. Ein Held nach Kriegerherzen fragt. Ob die weiß, dass die dem Drachenblut dient? Ich hoff's mal. Ach ja, ich wollte ja gucken, ob wir was bauen können. Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Eisen am Start. Stimme nach alter Nordart. Glaubt mir, das Drachenblut naht. Oh, da brauche ich Ziegenhörner für. Wo soll ich jetzt Ziegenhörner herbekommen, Mensch? Finden ihr Ende. Weh euch, das Drachenblut naht. Was gibt's hier? Zum Licht war das Dunkel, es lebt die Legende. Oh Mensch, ich kann ja überhaupt nicht mehr, Mann. Das Drachenblut ist da. Also, da geh ich wieder. Also sowas. Nichts darf man hier machen. So, gut. Da können wir jetzt erstmal gucken. Oh, einen Haufen Quests habe ich. Finde Nostas Helm, genau. Die Informationen. Das hätte ich auch noch. Was fehlt noch? Es war da noch irgendwas mit einer Höhle. Ach, das ist das mit dem Vers, genau. Das brauche ich erstmal nicht. Das ist das. Ich denke, das war's eigentlich aktuell an Quests, die wir jetzt aktuell angenommen haben und die ich auch aktuell erledigen möchte. Die meisten sind hier in der Gegend. Das ist der Leuchtturm, okay. Das ist der Mann, das sind die Informationen. Das ist Todmanns Ruhe, okay. Na gut, da würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück nach Einsamkeit. Und gucken mal, was das für ein komischer Mann in der blauen Straße ist oder was das war. Oder fragen nach Informationen, je nachdem, was zuerst kommt. Ich glaube, wir sind hier oben relativ richtig.
Hier wird mir schon irgendwas angezeigt. Tach. Wanderer wie ihr haben bestimmt viele Geschichten zu erzählen. Ey, du bleib sofort stehen. Raus damit. Lol. Ihr wart der, der den Vorsitz bei der Exekution innehatte? Nicht gerade meine Sternstunde. Rockwir war ein guter und ehrenhafter Mann. Ihr denkt also, er hat das Richtige getan? Wenn man ehrenhaft ist, macht einem das vielleicht zu einem guten Mann. Aber es heißt nicht, dass man immer recht hat. Sonst wäre die Welt ein besserer Ort. Nein, ich glaube, er lag vollkommen falsch. Schön, dass die Sachen vertauschen. Gerechtfertigt und notwendig. Okay. Hauptmann, Angeline hat mich geschickt, um wegen ihrer Tochter nachzufragen. Was ihre Abkommandierung angeht, derlei Informationen sind im Allgemeinen vertraulich. Ich denke, Angeline sollte es wissen. Ich habe auf den richtigen Moment gewartet, um es ihr zu sagen. Ihre Tochter wurde nach Weißlauf entsandt, wo es zu heftigen Gefechten gekommen ist. Der Legat von Weißlauf wollte in Erfahrung bringen, wo sich die Positionen der Sturmmäntel befinden. Er schickte einen Trupp los, um das Gebiet auszukundschaften. Sie stießen auf eine größere Streitmacht. Es hieß, keiner von ihnen sei zurückgekehrt. Gefreiter Morin. Angelas Tochter war ein Mitglied dieses Spähtrupps. Oh. Sie muss es erfahren. Oh je. Das ist dann ja wohl meine Aufgabe, würde ich mal behaupten. Es tut mir ja leid, solche Nachrichten überbringen zu müssen, aber... Oh, shit. Hier komme ich nicht rein. Weil es mal wieder dunkel ist. Scheißnacht. So, jetzt habe ich es dem Spiel aber gegeben, oder? Ich will da auch rein. Wo ist die Hexe, Mensch? Es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Ihr kommt nicht zufällig aus Weißlauf. Ich habe Neuigkeiten von eurer Tochter. Ihr habt etwas aus Aldis herausbekommen. Ich wusste es. Was hat ihr gesagt? Angeline, Frau Morath, ihre Tochter ist tot. Ich habe es ihr gesagt, dass die kaiserliche Armee sie umbringen wird. Dass dies ein Krieg zwischen den Jarl und den Generälen ist und wir nichts damit zu tun haben. Aber sie wollte einfach nicht hören. Es war mutig von euch, mit dieser Nachricht zu mir zu kommen. Ich kann euch nicht dafür danken, aber ihr habt mir einen Dienst erwiesen. Ach ja, es tut mir ja leid, es tut mir ja leid. Aber die hat es schon verdient, das zu erfahren. Was guckst du so? Geh weg. Ihr macht mich nervös. Ich bin hier nicht gerade als Freund bekannt. Sagen wir es mal so. So, in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt aber trotzdem gerne nach Hause gehen, denn es ist ja bald mal wieder soweit. Da können wir vorher noch in unserem Garten vorbeischauen. Wir können da bestimmt ernten. Hallo, Pferd. So, nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich, 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 nehme ich. So, mit den Sachen könnten wir ja jetzt eigentlich auch nochmal schnell im Weißlauf vorbeigucken, in dem Alchemieladen. Dass wir da nochmal schnell ein paar Tränke zusammenrühren. Rühre, rühre und so. Oh, es ist doch schon wieder dunkel, ey. Ich stehe am Stock. Es ist immer dunkel, egal wo ich bin. Die Finsternis umgibt mich. Die Dunkelheit hat mich verschlungen. Ein lidloses Auge umrandet von Flammen. Ich kann es vor mir sehen. Ah, nee, Moment mal. Falsches Spiel. Guten Tag. So, da wollen wir uns jetzt noch ein paar schöne Tränke machen, damit wir auf unseren Reisen auch gut versorgt sind. Seht euch nur gründlich um. Ich bin mir sicher, ihr findet, wonach dass du immer den Hintereingang nehmen musst. Traust dich wohl nicht, vorne reinzugehen. Ich hab noch einiges im Lager. Blasenpilz, das und das. Yay! So, da habe ich jetzt noch ein paar schöne Tränke hergestellt, so wie sich das gehört. Jetzt verlassen wir die Hütte und reisen mal wieder nach Hause. Mensch, wir kommen ja ganz schön rum, du. Ich mag unser Haus trotzdem, auch wenn es noch nicht ganz fertig ist. Es ist trotzdem jetzt schon ziemlich schick und hübsch und ich fühle mich da zu Hause.
Ihr seid wieder zu Hause. Das bin ich. Habt ihr mir etwas mitgebracht? Dieses Mal nicht. Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Naja, ist eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Naja, ich gehe jetzt in meine Hütte und dann verabschiede ich mich von euch. Es wird Zeit. Ich danke euch, dass auch dieses Mal wieder zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, danke, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und vielleicht einen Kommentar. Würde mich freuen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Drachenblutlord Peter.